Mäuse, warte, bis es dunkel wird und jetzt nach dem Alphabet. Folge 8, Karl-Heinz Baumann, Brian McClinchy und Dietmar Nil. Also nach dem Alphabet. Die Fledermaus ist weder ein Vogel noch eine Maus. Sie ist ein nachtaktives Säugetier, das aus eigener Kraft heraus fliegen kann. Sie ist ein Indikator für Umwelt- und Artenvielfalt. Pestizide und Unkrautvernichtungsmittel, die Wildpflanzen eliminieren, töten auch Insekten. Die Fledermaus ernährt sich von Insekten und Spinnentieren. Diese filmische Arbeit zum Thema Fledermaus findet meine große Anerkennung. Mit diesem Werk wird dem Zuschauer das heimliche Verhalten einer nicht leicht zu filmenden, Tierart mit spektakulären Aufnahmen eindrucksvoll nahegebracht. Der Film überzeugt in seiner Gesamtheit, durch die hervorragende Kameraarbeit, die perfekte Schnittgestaltung, die einfühlsame Musik und nicht zuletzt durch einen pointiert verfassten Kommentar, der unterhaltsam Wissen vermittelt. Ich muss erst mal sagen, das blendet wirklich so wahnsinnig, wenn man das lesen will. Also, es ist keine Fehlsichtigkeit oder sowas. Man kann es kaum sehen. Ich habe mit Fledermäusen eigentlich wenig am Hut gehabt bis zu diesem Film. Und dann habe ich diese traumhaften Bilder gesehen, die Dietmar, der in dem Film ja auch vorkommt, und Brian gemacht haben. Und dann war klar, das wird einfach ein schöner, guter Film. Und wer auch damit zu tun hat, ist Karl-Heinz Baumann, der Produzent, der nicht da ist. Und wer erst recht damit zu tun hatte, ist, und die ist da und die muss unbedingt jetzt hochkommen, ist Gabriele Konze vom WDR. Bitte, bitte. Denn das sind ja keine Kuscheltiere, die die Einschaltquote garantieren, und dann sieht man sie nur nachts und dann flattern sie immer so rum und gehen in die Haare und lauter so komisches Zeug, was nicht stimmt. Und da, für diesen Mut will ich mich wirklich doll bei Gabi bedanken. Auch ich freue mich riesig. Ich arbeite seit 30 Jahren an Fledermäus und das war mehr oder weniger mein Erstlingswerk als Filmemacher. Ich war früher Fotograf und ich möchte mich auch ganz besonders an der Redaktion bedanken, bei Gabi,
weil das ist nicht selbstverständlich, dass man so einen Film unterkriegt. Ich freue mich ganz besonders, und zwar einmal für die Filmemacher, weil sie es nicht immer einfach ist, so gute Leute gleichzeitig zusammen an einem Projekt zu kriegen. Und die sind aber wichtig, um wirklich einen guten Film zu machen. Ich freue mich für die Tiere, weil die meisten Leute sie vielleicht eher unsympathisch finden und es sind zumindest nicht so Sympathieträger auf den ersten Blick. Ich gestehe aber, dass ich vorbelastet bin, weil ich meine Diplomarbeit über Fledermäuse geschrieben habe und von daher musste ich dann natürlich auch diesen Themenvorschlag unbedingt annehmen. Ziemlich überrascht, sehr begeistert, dass wir hier sein dürfen. Es war einfach eine tolle Reise mit dem Team hier durch die Welt der Fledermäuse, dass ich da auch mit reinblicken durfte und das auch miterleben. War wirklich auch großartig und freue mich auf weitere tolle Projekte, vor allem mit Abenteuer Erde. Ja, vielen Dank. Das war der Seemann-Filmpreis. Vielen Dank.